das Problem zumindest heute Abend nicht gänzlich abhanden kommt. Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass wir so viele heute hier sind und ganz klar sagen, aber ich sage auch liebe Touristinnen und Touristen, ja, dürfen auch stehen bleiben, dass wir heute so viele sind. Berlin hat ja eine Tradition darin, an der Stelle klar zu zeigen, was Sache ist. Und wir stehen heute hier, um zu Wladimir Putin zu sagen, dass wir nicht akzeptieren, dass ein Land in Europa und auch nicht anderswo die Rechte von Menschen derartig mit Füßen tritt. Wir wissen, in Russland ist die Menschenrechtslage insgesamt desaströs und nicht akzeptabel. Wir wissen, dass die Diskriminierung von LGBT in Russland unerträglich ist. Da kann man sich nicht mal zeigen, und seine Orientierung, geschweige denn zu Kindern darüber reden. Es ist ein Skandal, dass das Internationale Olympische Komitee sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wo diese Olympischen Spiele stattfinden. Und ich will mal klar sagen, wir brauchen nicht nur eine Art Downsizing, also die Überlegung, ob man mit derartigen Milliardensummen Menschen Grundstücke wegnimmt oder an Kurorten, Badeorten Winterspiele macht. Wir brauchen auch eine Regel, bei der das Internationale Olympische Komitee sich in Zukunft mal überlegt, ob Menschenrechte und Sport auch zueinander passen am Austragungsort. Und dann deshalb müssen wir als erstes diese Frage bei Sochi stellen. Wir, die wir hier sind,